Hi zusammen. Ich glaube, ich bin jetzt beim vierten Video von meiner Haul-Serie und ich drehe die natürlich alles in einem ab, weil wie gesagt, die Sachen habe ich schon länger hier rumliegen und möchte sie halt auch oder muss sie halt jetzt auch irgendwann langsam mal nutzen, weil die anderen leer gegangen sind. Jetzt kommen wir noch mal zu Sachen, die ich immer wieder benutze. Also keine dekorative Kosmetik, sondern ich weiß nicht. Ich komme jetzt nicht drauf, wie man sowas den Überbegriff nennt. Ihr werdet es einfach sehen. Und zwar, ich habe momentan immer mal wieder so Muskelverspannung und habe mir dafür von Rheumaplast diese Pflaster gekauft. Die werden halt warm, die werden sind nicht so teuer. Die gibt es bei DM. Nicht so wie diese aus der Apotheke, die finde ich extrem teuer. Ich weiß gar nicht, von Hansaplast, genau, sind die, glaube ich. Die finde ich gut und man kann die auch eine Zeit lang drauf haben. Wer natürlich sehr empfindliche Haut hat, der sollte das lassen, weil sie werden halt heiß. Dann habe ich mir die Limited Edition Trend Up Haarspray gekauft. Geruchsnote Erdbeere. Ja, flexible Haltstufe 4. Es riecht sehr angenehm, das habe ich schon mal getestet. Halt muss ich noch mal ein bisschen austesten, das werden wir dann sehen. Dann habe ich mir neue Zahnbürstenaufsätze gekauft für unsere elektrische Zahnbürste. Und zwar von Philips Sonicare ist das. Da sind zwei Stück drin, sind natürlich extrem teuer. Aber alle 3 Monate sollte man halt seine Zahnbürste austauschen. Denkt da auch bitte immer dran, das ist viel besser für eure Zähne. Dann aufgrund meiner Muskelverspannung habe ich mir Pferdesalbe gekauft, auch bei DM. Die ist da nicht ganz so teuer. Sehr witzig, ist natürlich für Pferde entwickelt, für Menschen entdeckt. Also das ist ja. Sie ist wirklich sehr gut, wenn man Verspannungen hat. Ich lese euch mal kurz vor. Entwickelt für ideale Bewegungsabläufe bei Pferden, entdeckt für den Menschen als Geheimtipp bei Gelenkbeschwerden, Rückenverspannungen, müden Muskeln und Muskelkater. Regenerierende Körperpflege, Kosmetik, die fit macht und beweglich hält. Also, sie bewirkt keine Wunder, aber sie ist sehr gut. Sie riecht zwar jetzt nicht gerade sehr angenehm, aber ich weiß nicht, ich kenn das von Hustensaft. Was gut riecht, hilft meistens auch nicht. So ist das halt bei allem, was Medikamente betrifft. Dann die typischen Wattepads, die kleinen, die 70 Stück von Evelyn. Ich bin mit denen immer sehr zufrieden und würde mir die auch immer wieder nachkaufen. Ebenfalls habe ich mir die Maxi-Pads geholt. Die nutze ich sehr gerne, um das Augen-Make-up runterzukriegen. Ich finde die einfach besser als die kleinen. Da brauche ich auch nur eins von. Und gibt jetzt auch noch andere mit so Noppen. Die finde ich jetzt muss aber nicht sein. Ja, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit. Andere sagen so und so. Mir reichen die aus. Dann habe ich dieses neue Produkt und zwar diese Badekugeln von Balea. Die gibt es jetzt neu. Wollte ich mal austesten. Ich habe natürlich direkt Kakaoduft mitgenommen. Also, ah, die riecht so lecker schön nach Schokolade. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Habt ihr die schon getestet? Kennt ihr die? Sagt mir doch mal, wenn ja, wie das so ist in der Badewanne. Und ich könnte da jetzt die ganze Zeit drin riechen. Ich werde mir irgendwann mal das ganze schöne Ding schnappen und schön gemütlich in die Badewanne setzen. Dann hatte ich mir, weil wir ein paar Tage weggefahren sind, hatte ich mir diese Kombilösung bei DM geholt. Das sind so kleine Päckchen hier, ja, für eine Einmalanwendung. Sind echt super für Reisen. Muss man nicht die ganze große Flasche für Kontaktlinsen mitnehmen. Und jetzt geht das da nicht rein. Ich lasse mir doch die Ruhe.
jeden Fall sehr klasse. Dann finde ich, sollte man immer im Haus haben Pflaster. Das sind jetzt so Pflasterstrips, wasserabweisend. Ja, die haben unterschiedliche Größen. Und wasserabweisend finde ich immer ganz praktisch. Ja, sollte man immer mal im Haus haben. Und dann habe ich mir noch 25 feuchte Tücher gekauft. Auch die waren für die Reise gedacht. Ich hatte mir halt zwei Päckchen gekauft. Die eine habe ich natürlich schon aufgebraucht. Mann, 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 Mann. Die einen habe ich natürlich schon aufgebraucht. Ich werde die anderen einfach aufheben für den nächsten Urlaub. Schön handlich, nicht zu groß. Dann habe ich mir einen neuen Nagellackentferner gekauft. Von Evelyn, der acetonfreie. Das ist dieser hier mit dem Schwämmchen. Weil meiner ist leer gegangen und ich finde den mit dem Schwämmchen einfach klasse. Ich hatte erst den von Essence, aber der kostet glaube ich 3,25 Euro. Der hier kostet nur 2,45 Euro. Und ja, also es ist schon ein großer Unterschied. Und ich dachte, der ist mit Sicherheit genauso gut und ich werde es ausprobieren. Wenn er wirklich nicht so gut sein sollte wie der von Essence, dann werde ich mir natürlich den wiederholen. Dann ist mir das Geld das auch wert. Dann hatte ich mir eigentlich für unseren Sommerurlaub, den wir leider absagen mussten aufgrund von Krankheit, hier dieses Reisepäckchen geholt. Zwei Dosen hatte ich hier schon rausgenommen gehabt, da waren so drei Stück drinne. Da habe ich Tages- und Nachtcreme reingemacht gehabt. Die habe ich natürlich jetzt aufgebraucht schon und die liegen noch im Bad. Und da wollte ich halt Shampoo, Spülung und so weiter reinmachen. Das habe ich Gott sei Dank noch nicht gemacht. Und für die nächste Reise werde ich das auf jeden Fall nutzen. Ich finde es gut, da man dann immer die großen Flaschen nicht mitnehmen muss, wenn man so ein paar Tage verreist, ist das ganz passend. Dann habe ich mir noch diese Reinigungstücher gekauft, diese Limited Edition mit Kirsche. Ich nutze momentan die Himbeere, die war irgendwie extrem schnell weg bei uns. Und dann wollte ich gucken, ob ich mir einen Nachfüllpack kaufe. Und dann waren schon wieder die Kirsche da und dann habe ich mir halt die geholt. Jetzt habe ich natürlich schon wieder eine Box, also insgesamt habe ich jetzt drei Stück. Ja, mal gucken, die kann man natürlich auch anderweitig verwenden, welche Farben mir am besten gefällt, nutze ich halt in dem Falle und wechsle ein bisschen ab. Ich bin mal gespannt, wie die sind, die mit der Kirsche, die Himbeere, es geht so. Hatte ich euch ja in meinem Aufgebraucht-Video schon gesagt gehabt, in meinem letzten, da wo ich schon ein Päckchen aufgebraucht hatte von den Himbeeren. Die sind zwar in Ordnung, aber es könnte mehr Feuchtigkeit dabei sein. Bin mal gespannt, wie das bei denen ist. Und ja, habt ihr die schon getestet? Wie findet ihr die? Wie riechen die? Ich habe sie natürlich noch nicht aufgemacht. Dann konnte ich nicht an den Handlotionen, an den Winter Editions von Essence vorbei. Vanilla Cinnamon finde ich, ja, der Duft geht so, aber ich bin irgendwie ein Handcreme-Junkie und muss immer Handcreme nutzen, vor allem abends. Und Cookies and Almond, was Almond auch immer ist, wisst ihr das? Ich nicht. Die riecht auch ganz lecker. Ich denke, ich werde mir zwar kein Backup davon holen, aber eins muss man auch jeden Fall probieren. Vor, ich glaube, vor 2 Jahren, da waren die Handcremes, die Winterhandcremes wirklich klasse. Habe ich leider alle aufgebraucht und habe mir natürlich keine Backups geholt. Ich sagte, es gibt immer wieder neue und das lohnt sich eigentlich nicht. Wie macht ihr das? Holt ihr euch Backups von Sachen, die ihr wirklich gut findet oder hortet ihr vieles? Lasst mich mal wissen. Und dann habe ich zum guten Schluss noch mir dieses Make-up-Buch gekauft von Essence, von Maybelline. Eigentlich nur aus dem Grund, das hat 7,95 € gekostet und da gab es den Master Kajal Co-Liner dazu. Ja, das ist dieser hier mit dieser
Klasse Spitze. Von dem bin ich voll oft begeistert. Den hatte ich mir schon einzeln gekauft gehabt und den gab es jetzt mit dem Buch zusammen. Und ich dachte mir, da war er, glaube ich, einzeln ist er meiner Meinung nach teurer als mit dem Buch. Das hat, glaube ich, 7,95 gekostet. Wie gesagt, ich muss nochmal schauen und schreibe euch die Preise in die Infobox oder hier nebenhin. Und sind zwar jetzt keine Sachen in dem Buch, die ich jetzt noch nicht wusste, aber es gibt immer mal wieder einen Tipp, wo man sich mal anschauen kann. Zumindest ist das bei mir so. Ich bin manchmal etwas verunsichert. Ist das jetzt so? Oder kann man das nicht besser machen? Und dann kann man mal reinschauen und ist ganz schön. Ja, das waren jetzt so die Sachen, wie gesagt, die ich immer so im Alltag nutze und brauche. Ich habe jetzt noch einiges an dekorativer Kosmetik und ich muss mal schauen, ob ich das auch nochmal aufteile. Ich denke ja, weil da ein Teil dabei ist, der von den Limited Editions ist, aktuell. Das werde ich euch recht schnell hochladen oder es zumindest versuchen. Und die anderen Sachen sind so aus dem Standardsortiment von Müller, weil ich da auch nicht immer hinkomme, habe ich auch gut zugeschlagen. Ich muss mal schauen, wie ich das hinkriege und dann hoffe ich, ihr schaut euch auch diese an und habt Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.